Hi Musik- und Technikfreunde, mein Name ist Chris und willkommen zur Videoreihe GarageBand Step by Step, wie du von einem Anfänger zu einem Profi wirst. Im Teil 1 ging es um das Layout. Im Teil 2 geht es auch um das Layout, aber ich bringe dich schon näher zu den einzelnen Instrumenten. Viel Spaß, wir sehen uns gleich. Wenn du ein Instrument hinzufügen willst, siehst du diverse Auswahlmöglichkeiten. Das Instrument selbst, Smart, Noten, Skalen oder mehr Sounds. Wenn du auf das Instrument tippst, erscheint automatisch die Smart-Funktion. Fangen wir mit dem Orchester an. Hier links kannst du den Klang deines Orchesters bestimmen. Jetzt siehst du bereits die Grundharmonien, die verwandt sind mit der Tonart, die du bei Einstellungen ausgewählt hast. Ich ändere jetzt mal die Tonart von C-Dur zu D-Moll. Und wie du sehen kannst, passen sich die Akkorde an. Du kannst jetzt bei Smart-Funktion tippen, um Pizzicato zu spielen. Oder streichen für Legato. Wenn du vorsichtig streichst, wird es leise gespielt, wenn du schneller streichst, lauter. Man sagt auch dazu Crescendo oder Decrescendo. Und je nachdem, wo du deinen Finger ansetzt, wird dementsprechend die Tonhöhe gespielt. Klingt dir der Klang zu voll? Kannst du die Instrumente, die im Spotlight leuchten, abwählen und siehe da, es spielt nur noch die Geige. Bei Autoplay wird eine bereits vorinstallierte Komposition gespielt. Wenn dir ein Akkord nicht passen sollte, so kannst du, wenn die Smart-Funktion offen ist, auf Einstellung tippen und dann auf Akkorde bearbeiten. Jetzt wählst du den Akkord aus, der abgeändert werden soll. Hier schadet es nicht, ein bisschen Musiktheorie zu beherrschen. Wenn du deinen gewünschten Klang eingestellt hast, drückst du auf Fertig. Kommen wir jetzt zur Notenfunktion. Diese kannst du auch bei Smart aktivieren. Hier kannst du jetzt die einzelnen Instrumente spielen. Wenn du hier links diesen goldenen Button drückst, wird Pizzicato erklingen. Oder wenn du die Taste gedrückt hältst und mit dem anderen Finger streichst, kannst du wieder, je nachdem, wie schnell du das machst, bei den Tönen ein Crescendo oder Decrescendo spielen. Wenn du jetzt aber unsauber spielen solltest, kannst du bei Skala das Griffbrett des Instrumentes unterteilen. Und das ist dann auch die Skalenansicht, wo du weitere Tonleitermodusse auswählen kannst. So viel nun zu den Streichern. Bei den vielen Instrumenten gibt es auch unterschiedliche Funktionen beim Spielen. Gehen wir zum E-Bass. Hier gibt es dieselbe Einstellungsmöglichkeiten in der Smart-Funktion. Hier links wählst du den Basstyp aus. Bei Einstellungen kannst du die Akkorde ändern, bei Noten siehst du die Grifftabelle. Wenn du die Saiten sanft drückst, wird der Ton leise gespielt, wenn du fest drückst, laut. Wenn du die Saite ziehst, kannst du den Ton schieben. Bei der Gitarre gelten dieselben Einstellungen wie vorhin erklärt. Das war's auch schon zum Layout. Im nächsten Video erläutere ich weitere Instrumente, weil jedes Instrument etwas unterschiedlich bespielt wird. Deshalb Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und am besten auch die Glocke drücken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!